Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Wir haben nicht nur vor 2 Tagen uns diese Medaille geschnappt, die goldene Illegaler Cup Medaille. Nein, nein. Wir fahren heute Abend zum allerersten Mal in die Allianz Arena. Es ist heute nicht irgendein Spiel, sondern heute ist Champions League Matchday. Und zwar spielt heute der FC Bayern München gegen den FC Barcelona. Digga, ich bin so fucking hyped. Ich habe so Bock, heute Abend in die Stadion zu gehen. Ich bin so aufgeregt. Digga, gestern Abend ich lag im Bett. Ja, ich habe durchgehend überlegt, wie das ausgehen könnte. Wir waren gestern Abend noch Pfeife rauchen. Pain, Tabak und Barca. Wir haben die ganze Zeit spekuliert. Barca geht stark davon aus, dass die gewinnen. Der meint die ganze Zeit, ich glaube, 2-1 oder 3-1 gewinnen die. Ich sag, Bayern lässt heute nichts anbringen. Bayern macht das heute. Ich bin so aufgeregt. Ich habe so fucking Bock. Wir gehen später rein. Ich denke mal, wir gehen noch mit Pain und Tabak was essen. Vielleicht auch Edi noch. Ich weiß es gar nicht. Der geht ja auch ins Stadion. Ich gucke nachher mal. Ich check mal nachher alles ab, wer alles am Start ist. Dann denke ich, fahren wir auch alle gemeinsam hin. Aber dann hat halt jeder seinen eigenen Block. Ich habe geile Sitzplätze. Ich bin relativ mittig. Ich glaube, Block 122 ist es. Also gegenüber von der Trainerbank ist das. Genau in der Mitte. Auch nicht weit oben. Ich glaube, Reihe 5 oder Reihe 11. Also super, super, super Plätze. Ich muss nur an meine Brille denken, damit ich alles sehe. Ich nehme euch mit, Freunde. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich muss noch duschen, mich ready machen und so. Ja. Oh, ich hab übertrieben Bock. So, Freunde, bitte. Unordentlich, juckt jetzt keinen. Ich habe mir gestern die Tasche gekauft, wie ich finde, sehr schön. Die kann man so umhängen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so dass die halt mäßig hier hängt. Das ist ganz chillig, finde ich sehr schön. Ich werde auch meine Gucci-Tasche verkaufen, weil ich keinen Bock habe. Also, dass man für sowas überhaupt so viel Geld ausgibt, ist sowieso sehr dumm. Ja, sage ich euch, wie es ist. Deswegen werde ich die verkaufen, damit ich wenigstens ein bisschen Geld reinbekomme, damit ich für die nicht ganz so viel zahle, weil sonst fühle ich mich sehr schlecht, wenn ich sowas und sowas habe. Das ist absolut unnötig. Aber auf jeden Fall, ich habe die gestern gekauft. Und hier macht man wie so kleine, sag jetzt mal Karabinerhaken dran, Janni, so diese kleinen. Und er ist aber abgerissen, weil die Schraube locker ist. Jetzt packe ich den Kollegen wieder ein, fahr zu Dior und muss das umtauschen. Hoffe, dass sie mir so einen neuen Gurt geben. Ja, ich bin mal gespannt, Digga. Also, ich sag ganz ehrlich, ich glaube, ich gebe die sogar komplett zurück. Ich finde die zwar sehr schön, aber dass die, egal wie viel es kostet, selbst wenn es nur ein Huni wäre, was schon sehr viel Geld ist für eine Tasche, dass das abfällt, ist eine Frechheit. Also Freunde, wir machen jetzt Folgendes. Wir bringen die zurück, beziehungsweise gucken, dass wir was Neues bekommen. Dann nehme ich euch mit in die Stadt. Bis wir in die Stadt gehen, ich zeige euch ein bisschen München. Finde ich, es ist eine sehr schöne Stadt. Und ich muss unbedingt frühstücken, ich habe Todeshunger. Also, eine Sache, die ich euch noch sagen wollte, und zwar, der Vlog vom Illegaler Cup ist ja schon da. Der müsste heute kommen. Ich glaube jetzt, wir haben kurz vor 12 oder so, ich weiß gar nicht. Eine Sache muss ich mich ein bisschen entschuldigen, und zwar beim Vloggen, ich kenne mich da nicht so aus, ich sage euch ganz ehrlich, für mich ist es sehr ungewohnt zu Vloggen, ich habe vielleicht jetzt 4, 5 Stück gemacht. Mir ist es oft unangenehm, irgendwie die Kamera rauszuholen, wenn die anderen Jungs am Essen sind oder wenn wir am Quatschen sind. Manchmal vergesse ich das auch, obwohl eigentlich genau das ist das, was man filmt, auch was die anderen immer filmen. Ich habe zum Beispiel kein Problem, wir sitzen am Tisch, Abu holt die Kamera raus oder sein Kameramann oder Robert holt sein Handy raus und filmt und ich feiere das, weil das ist ja genau das, was man die Vlogs macht. Aber mir ist es manchmal noch ein bisschen unangenehm, ich weiß nicht wieso. Ja, diese Hürde muss ich ein bisschen überwinden. Und dann sind auch die Vlogs geiler, aber manchmal, ich weiß nicht wieso, ist mir manchmal unangenehm, was dumm ist, so, weil wir machen alle das und das ist ja das, was die Leute ja sehen wollen, so. Deswegen, da muss ich ein bisschen mehr dran denken. Und auch wenn es Cut noch nicht so geil ist, unser Cutter Panda, der ist jetzt eigentlich nicht wirklich Cutter, der ist eigentlich eher so Designer, was das angeht. Der macht eher Thumbnails und so ein Shit oder Emotes, das kann der sehr gut. Der übt sich auch noch ans Cutten, also wenn die Cuts jetzt nicht perfekt sind oder wenn die Videos noch nicht perfekt geschnitten sind, tut es mir erstmal leid. Dann müssen wir uns beide noch rantasten, dass ich bessere Vlogs aufnehme und dass er besser cuttet. Aber ich denke mal, das kriegen wir in Zukunft hin. Und ja, das machen wir schon. Ich streame. Ich bin am Stream, das ist so auf Twitch. Ist so ähnlich wie YouTube. Ist nur live, macht man so ein bisschen Actions. Ja, läuft gut, ja, läuft gut. Also stumpf gesagt, ich sitze zu Hause am PC, bin am Zocken und am Reden oder Machen oder am Tun. Und dann können mir Leute dabei zugucken. Achso, ja, mein Sohn macht immer das. Ja. Ist ja ein junger Mann, ist ja mein Sohn. Ja. Macht das nächste Stunde lang. Der intelligente Mensch entwickelt was und sieht dumme Menschen, siehst du eine Stunde lang, weil du zocken oder schaut, weil du verlierst deine Zeit. Ja. Ist ja dumm, muss was, kein Problem. Und für was? Und nicht, bleibst du immer dumm. Spielt man zusammen und die Leute gucken einem halt dann zu. Ist halt so unterhaltungsmäßig. Okay, okay. Ist so wie Neuzeitfernsehen, kann man sagen. Wie bitte? Kassierst du was für mich? Ich liebe das, wenn man Uber-Driver ist oder bei Taxifahrern.
Digga, entweder versteht man nichts, weil die nicht so gut Deutsch können und leise reden. Digga, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, Digga, das war so lustig. Er sagt einfach, ja, ich habe ihm ein bisschen Twitch erklärt, weil ich so mache, arbeite, mehr oder weniger. Digga, und dann sagt er so, ja, mein Sohn macht das auch. Und dann sagt er einfach, ich sag ihm immer, er spielt zu viel. Menschen, die so viel zocken, sind dumm. Die sitzen den ganzen Tag, zocken, die werden nicht schlau, aus denen wird nichts, die sind dumm. Hast du schon mal dein Spiel geschafft? Nein, du bist dumm. Killer. Und wir sind jetzt hier am Bayern Campus. Ben ist da, Max, ein Kollege von ihm, André, weiß leider nicht, wer es ist, sorry, und Tabak. Hier spielt jetzt Bayern gegen Barca, ich glaube die U19. Sind schon ein paar krasse Talente, wir gucken es jetzt an, wir sind jetzt zur zweiten Halbzeit da. Mein Akku ist leider nicht mehr so nice am Start. 60%. Mal gucken, ich weiß nicht, ob wir nochmal ins Hotel gehen. Das ist eigentlich wichtig, weil ich muss mein Bayern-Trikot noch holen fürs Stadion später. Aber ich bin jetzt mal gespannt, Eli kommt jetzt auch noch gleich dazu. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier aussieht. Ich bin es auf jeden Fall als Bayern-Fan. Geil, sowas mal zu sehen. Bayern führt schon mit 2-0. Ist eigentlich sogar gut was los hier. Also zumindest hier die Tribüne. Ich sehe meine ganzen Familien, Freunde und so. Also ich werde jetzt hiervon nicht so viel filmen, weil ich meinen Akku aufheben will und wir spielen natürlich später, ne? Wir sind reingekommen, stand 2-0. Einfach 2-2 Barca, die spielen voll gut, hä? Also mein Freund uns halt sagt, einfach Tor. Hoffentlich nicht heute Abend. So, Bayern ist ein schöner Freistoß. Sehr gute Position. Ich zoome mal ein bisschen ran. Eigentlich perfekt. Ich sag, der geht straight up da oben rein. Der geht jetzt rein. Oh. Oh. 3-3, sag ich doch. Und ich hab's eben bei Eli schon gesagt. Paul Wanner trifft und siegt. Der wird der Sieg doch machen. So, das Spiel endet. 3-3, haben wir den Punkt geholt, schöne Sache Bayern. Und jetzt geht's los, wegen diesem Mann wird jetzt hier gleich Fuhu Babuhu sein. Und hier geht's auch noch schon los. Digga, ich bin so im Stress. Die Stadt ist rappelvoll mit Autos. Die Jungs sind jetzt essen, ich muss mit dem Uber zum Hotel, 22 Minuten. Dann muss ich, wo ist denn mein Zimmer? Digga, ich krieg einen Knacks, wirklich. Diese Tür war die ganze Zeit zu. Ich laufe hier 5 Minuten rum, ich habe mein Zimmer nicht gefunden, weil die Tür zu war. Ich dachte, hier ist kein Gang. Digga, ich renne hoch, runter. Ich kann nicht mehr. Ich bin einfach nur im Stadion. Ich kann nicht mehr. Ganz, ganz schnell umgezogen, einfach nur das Bayern-Trikot an, Brille eingepackt. Auch mal ein Vita-Weltgroßer, was denn? Ich habe bis jetzt noch nicht viel gesehen. Ich fahre jetzt wieder zu den Jungs und dann geht's direkt los und ich freue mich so auf Stadion-Chat, ich freue mich so. Ich habe immer gesagt, wenn ich Allianz Arena gehe, will ich es erst mal Champions League sehen. Nur heute ist es soweit. Gegen Barcelona. Ey, das wird so geil, ich habe so Bock. Ich muss ehrlich sagen, dieses Jahr kann ich es nicht einschätzen. Die letzten 1 Jahre konnte man sagen, ja, man könnte Barca ficken, aber jetzt muss man ehrlich sagen, ist Barca so fucking stark mit Lever, mit Rafinha, mit Dembélé, Pedri, Gavi, die sind geisteskrank. Die sind wirklich, ist ja wirklich, also in der Offensive sehr, sehr stark. Aber ich beliebe in Bayern, wir machen das. Ich sage, es wird ein 3-1. Ich gehe jetzt mal rum und frage mal die Jungs, was sie so für Tipps haben. Ich bin gespannt. So, Freunde, eure Prediction. Tabak, was sagst du? Wie geht das heute Ganze geht, aus? Boah, ich habe ein bisschen Angst. Ich sag 2-2, sage ich. 2-2? Ja, Fan, was sagst du? 4-1, mein Tipp. Schöne Sache. Ali, was ist dein Tipp? Torres Spiel, 3-2 Barca. 3-2 Barca? Ja, 3-2 Barca. Die sind sehr gut. Also, ihr seht, er hat keine Ahnung von Fußball. Ja, ja. Deswegen habe ich den Pokal gewonnen und nicht er. Und der Mann hat Stress. Ah, ist es so schön. Digga, wir laufen und so viele Beine eben nicht. Ja, machen wir. Digga, sie kommen einfach aus allen Löchern. Was sagst du, wie geht das Spiel aus? Ich sag dir ehrlich, 4-2 Bayern. Schöne Sache. So, Freunde, hier trennen sich jetzt die Spreu vom Weizen. Die Jungs sind alle links rumgegangen. Ich habe einen anderen, wie nennt man das hier, nicht Block, sondern Kern heißt das hier. Ich habe J, die anderen sind irgendwo R oder so, keine Ahnung. Payne hockt mit einem Kollegen zusammen. Ali, Tabak und die Jungs, die haben auch einen. Ich habe einen anderen, weil ich halt von einem Zuschauer die Karten habe. Aber ist ja nicht schlimm, wir gucken eh das Spiel. Ich habe ja Bock auf das Game. Boah, jetzt geht's rein, wir haben ganz viele Fotos gemacht. Jetzt geht's rein, ich habe eigentlich voll Hunger. Ich habe Bock auf eine Bratwurst, ein Brötchen mit ein bisschen Senf, Ketchup. Aber jetzt wieder laufen, ach, meine Kraft. Ich hoffe, ich jetzt einfach auf meinen fetten Arsch und chill. Freunde, wir sind hier. Oh, ich weine gleich jetzt. Ich weine gleich. Guckt es euch an. Ist noch nicht voll? Oh, oh, oh. Ich habe so Lust. Ich habe so Lust. Ich hoffe, dass es anfängt zu regnen, Digga. Ich hab so Bock. Leck mich am Arsch. Da ist Dings. Da ist Südkurve, oder? Ja doch, da ist Südkurve. Ist aber noch nicht ganz voll.
Ich bin gespannt, wenn das hier gleich voll wird. Ich glaube, ich sitze irgendwo hier vorne. Ich weiß nicht genau wo. Irgendwo da. Ich bin gespannt. Und hier sind sie. Das Gewinnerteam. Wo sind die unten im Stadion? Hier ist unsere Mannschaft. Hier ist der FC Bayern München. Ui, den wollen wir hier nicht. Rechtspack. Nein, Spaß beiseite. Digga, das ist einfach das fucking Sergio Busquets, Digga. Das ist eine fucking Legende. Ich sollte die Ahnung von Fußball haben wissen. Einer der besten All-Time, Digga. Kunde. Hey, Leber, warum tust du uns das an? Warum? Aber er macht es. Ja, komm mal applaudieren. Da wird doch geklatscht. Geil. Adrian, dein Lieblingsspieler. Sané. Mit der 17. Die African Line. Die 18. Marcel. So, gut, so. Mit der 19. Alfonso. Die 21. Der beste Abwehrspieler der Welt. Mit der 25. Happy Birthday. Thomas. Und die 42. Jamal. Let's go. Müller trifft und siegt. Oder alle FC Bayern. Gibt's ihn? Oh mein Gott. Sehr geil. Und die Jungs müssen eine Stimmung machen. Sieht so schön aus. Ja, die sind aber leise, ne, Chats? Ja, das Ding hier brennt. Das brennt hier. Bayern München, alle. Bayern München, alle. Oh, oh. Es ist so schön. Und der hier macht gar nichts. Gar nichts machst du. So, Freunde, Anpfiff. Hier geht's ab. Schön, Opa. Rauf da. Drücken weg. Drücken weg. Der kann nichts. Ja. Sieht doch gut aus. Ah, das sieht gar nicht gut aus. Rauf muss ja. Rauf. Schön, der Segel. Schön, der Segel. Weil du Kacke bist. Und jetzt Bayern, ja, das wird 3-1, 4-0, 5-0, 6-0, das wird's wieder. Bayern, schön. Marco Alonso, einfach Marco Alonso, Digga, der war vor zwei Wochen bei Chelsea. Also ich glaube aber, der Mann hier, ne? Ousmane Dembélé, oder ich glaube, das wird ein hartes Ding heute, ja. Papa macht das. Freunde, es ist so schwer, das immer im richtigen Moment rauszuholen, weil man selber gucken will. Verzeiht mir, wenn ich mal ein Tor nicht hinbekomme oder so, aber ich will das so selber genießen. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich weiß nicht, was die Leute immer haben oder ob das manchmal so ist, aber heute ist es schon mal ein Geisteskrank. Keine Ahnung, was die Leute haben. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Oh, oh, oh. Das ist so cool. So laut. So geil. Luca. Jamal. Thomas. Thomas. Sadio. Jamal. Mach ihn. Oh.
ich krieg hier den Herz, Kasper. Mach ihn, Leroy. Und sie hat sich so gut durchgesetzt. Sie hat ihn alle wieder gefickt. Oh, ich kann das nicht. Mann, ey. Oh, knall den doch einfach mal rein. Oh, Digga, Fonsi hat drüben. Oh, ja, ja, ja. Hey, hey, nee, warte, ich fick dich. Hol den. Schön, Herr Hernandez! Weil du besser bist. Komm, Leroy, mach es. Schieß! Aber sie machen es gut. Leroy wird auch noch treffen, sag ich. Barca hat jetzt hier die letzte Ecke des Spiels. Dann wird man ein bisschen hinten rumtennen wieder und betrunken ist. Also nicht. Schön, Opa. Sag Harry. Oh, schnell spielen, ne? Geil mal. Oder? 14:14 Masraoui kommt rein für Pavard. Masraoui. Ja, bis jetzt eigentlich ausgeglichen. Bayern ist besser über die linke Seite. Fonsi macht da hinten, was er will. Also der fickt wieder komplett auf der Seite. Sané nicht schlecht, aber dann irgendwie im letzten Moment doch wieder ein Fehlpass. Ich weiß nicht. Wir müssen einen kleinen Ticken mehr Konzentration, dann haben sie es. Mal gucken. 20 Minuten sind jetzt rum. Wir machen jetzt eins. Ach Mann! Das alles ist gut und der letzte Pass wieder. Bevor wir hier irgendetwas tun, und zwar kriegt ihr aktuell beim Rabattcode 5%, wie immer. Es gibt aber neue Steel Shaker in der Farbe Blau und so ein Carbon-Orange, sagen wir mal. Die wurden nochmal mit einem Doppelstahl veredelt mäßig. Das heißt, die halten länger warm und länger kalt. Das heißt, warm, cool für Winter, Kakao trinken oder für die Arbeit, wenn ihr, oder für Schule, Kaffee, was auch immer. Und jetzt gibt es auch ein Bundle. Kriegt ihr mit dem Code MEDI nochmal 5%, meine ich sogar, drauf. Ich empfehle Cherry Clutch, ist mein Favorite, oder Astro Apple, ist meine Top 2. Haut den einfach in den Warenkorb, dann gebt ihr unten rechts ein, MEHD zu dem I. Dann müsst ihr noch auf die 46€, kriegt ihr nochmal die 5% abgezogen. In dem Sinne, Chat. Also ich muss sagen, so Steel Shaker kann ich immer nur empfehlen. Wenn ihr euch was zu trinken macht, was kalt ist, und dann das Kalte da reinfüllt, das hält den ganzen Tag. Das ist so geil, selbst wenn es draußen heiß ist. Oder eben ihr macht euch was Warmes rein. Jetzt, wenn es wieder kalt wird, wird es auch wieder geil, einen schönen Kakao da reinzumachen oder sowas. Wisst ihr, wie ich meine? Da sehe ich mich nämlich auch. In dem Sinne, checkt das Ganze sehr ab. Ich empfehle euch Grau. Ich finde, Grau sieht am coolsten aus. Wobei eigentlich nur, weil Blau ist auch schick. Also Astro Apple oder Cherry Clutch, das sind meine Top 2. Die sind... So, zweite Halbzeit geht los. Goretzka ist eingewechselt worden für Sabitzer. Wird auf jeden Fall jetzt besser. Ich sag, Bayern macht in den ersten 5 Minuten jetzt ein Tor. Jetzt stehen wir uns hin und ab geht's. Meine zwei Engel. Fonsi und Thomas. Das ist schön. Und Tor. Wunderschön. Jetzt ist hier Stimmung. Bayern endlich mal eine Ecke. Jetzt Abfahrt. Wer hat es gemacht? Luca. Jetzt geht's los. 3-0 kommt, 4-0 kommt, das Ding wird ein 5-0 und ihr Picker von aus Spanien nach Hause fahren. Ihr Bitches. Jetzt kommt das 3-0. Ich sag, ich sehe dann einen Upamecano oder einen Goretzka reinfliegen. Ich tendiere zu Upa. Oder Cora, Goretzka. Ich sag Upa. Upa? Ah, gar nichts dabei.
Masraoui. Schön. Raucht auf den Dele. Er kann nichts. Und schön. Während dem Eckball, wo steht unser Torwart? Ja, Manu. Hast das Ding offen? Ey, der ist so geil. Okay, mach den rein. Oh. 3-0 und dann ist hier aber ei. Die machen zwar ein, zwei paar Fehlerchen heute, aber die bügeln das gut aus. Auf dem Hernandez, auf Hernandez. Luca, nicht Theo. Ja, Theo dann auch. Nee, nice. Schön, Joshua. Ja. Alles gut. Der kann da nichts. Der kommt auch nur mit Wasser. Oh, Sadio. So schön. Ey, also Alfonso Davies liebt es, gegen Wasser zu spielen. Der Typ, was er hier macht, Digga, ich lieb den, der ist so krass. Er ist der beste LV. Müssen wir auch nicht diskutieren. So schön. Ich lass dich nie im Stich. Ich sag, wie es ist, Masraoui, Weltfußballer. Super Mann. Wenn Lever den jetzt macht, bin ich auf diesem Feld, wenn er jubelt. Hey! Gar nichts, Masraoui ist nämlich da! Schön! Jetzt habe ich Bock. Matthias Fell kommt, auf den habe ich Bock und auf Grafenberg. Bin sehr, sehr gespannt. Matthias Fell, Vorlage Müller Tor, sage ich. Fell! So, wenn man sich die 87. war es, hat man mal eine freie Ecke. Nee, zeig mal her, wie in FIFA. Ja. Schön, also Upa und Hernan, also generell die Bayern. Oh Mann! Auf. Ja. Komm, Grafenberg, zeig mal her. Ja. Doch. Tell. Super Bayern. Ja, Barca. Und wieder auf den Sack habt ihr bekommen. Aber ein Müller-Tor wäre schön für meinen Schein. Matthias Tell? Schade, aber probiert er, macht er gut. Oh, mit der Kurve jubeln. Manuel! Super, dass ich selbst gemacht mit seiner Mannschaft. Schöne Sache, Jungs. Danke, liebe Bayern, bis zum nächsten Mal. Servus. Alfonso Davies, ja, hat mich mal gehostet auf Twitch. Alles gut, er kennt mich. Sind doch Kollegen. Ihr seid die Schönsten. Hugo Meccano, du warst super. So, Freunde, das Spiel ist vorbei.
Ich freue mich jetzt erstmal, gleich die Jungs wieder zu sehen. Und zwar Ali Höber, der ist Barca-Fan. Ja. Und ich freue mich auch auf Anton, aber der ist mit dem mit dem Barca-Fanblock unterwegs. Aber Aliou freue ich mich jetzt. Oder nee, Aliou heißt der. Der heißt gar nicht Aliou, das heißt Aliou. Ja, auf den freue ich mich jetzt gleich. Schön nochmal nachtreten. Ich gebe euch gleich mal so ein kleines Review von dem ganzen Shit. Wen haben wir denn da? Ich dachte, wir waren gestern noch Mannschaftskameraden. Wie geht es dir, mein Bester? Wir sind doch Mannschaftskameraden. Who the fuck is Barcelona? Hey, hey. Was sagst du auch zum Spiel? Das Schlimmste war, nach dem Spiel kommt ein Abonnent her. Er sagt, so können wir Selfie machen, wie du mein Bayern-Wappen küsst. Oh, da kracht's. Aber was sagst du an sich zum Spiel? An sich war es geil. Erste Halbzeit hätte ich schon ein Tor machen müssen. Aber Pfosten unlucky. An einem anderen Tag machen wir halt auch 2-3 Buben, weißt du? Ja, an einem anderen Tag gewinnt der Bayern. Und Ali, you. Was sagst du zum FC Bayern, zu Barcelona? Von den Chancen hätte Barca gewinnen müssen. Aber gewonnen hat. Wurde nicht gegeben. Gewonnen hat. Chance nicht genutzt. Gewonnen hat. Yes. Wir sind jetzt nochmal kurz eine Runde bei Burger King. Ey, ich glaube, ich bin so gottlos tot, ne? Ey, ich kann nicht mehr. Ich esse jetzt kurz. Dann gehe ich ins Hotel, packe meine Sachen. Und dann gebe ich euch nochmal ein kleines Feedback, ein kleines Review vom Abend und vom Spiel. Digga, ich kann nicht mehr. Ich habe 3% Akku. Wenn ich noch einmal das Wort Uber höre, Digga, ich schwöre, ich bin so sauer. Ich sag ganz ehrlich, guck mal, wie mein Zimmer jetzt aussieht. Ach doch, wenn diese Karte rot ist, ich schwöre. Nein. Warum? Ich will nicht wieder runtergehen. So, Freunde, ich bin wieder im schönen Berlin. Hier am Kudamm. Ich muss jetzt hier rein, und zwar ins KDW. In meiner Tasche, muss sie abchecken. Ich war eigentlich ein bisschen was im Zug drin, aber ich hatte Frauen, die mir sitzen. Naja, die war so, Bro, ich habe extra mich so nach links gedreht, dass ich ja nicht so in ihre Nähe komme, so Berührung, damit jeder seinen Platz hat. Digga, ich lehne mich einmal nach rechts, weil ich an mein Ladekabel gehe. Könnt ihr bitte nach links gehen? Ich habe schon gar keinen Platz hier. Och ja, wirklich, du bist ein ganz großes Opfer. Ich tausche meine Tasche um und dann gehe ich heim und will gleich streamen. So, Freunde, endlich wieder zu Hause. Das ist der Ort, wo die Magie passiert. Seht ihr das? Hier sitze ich und hier wird Valorant gegrindet. Ich werde auch gleich den Stream anmachen. Wir haben es jetzt 2:40. Oh, Freunde, also ich sage euch ganz ehrlich, das Wochenende hat mich wirklich hart gefickt. Wirklich. Also es hat extrem Spaß gemacht, aber es war auch teilweise echt scheiße. So ein Mix aus beiden. Bevor ich jetzt mecker, erst mit dem positiven Ding. Erstmal vielen, vielen Dank für die ganze Liebe. Sei es auf Instagram, die ganzen Nachrichten, die ganzen Stories. Ich glaube, wir haben auf unserem neuen Bild 20.000 Likes. Digga, ist für meinen Willen geisteskrank. Vielen, vielen Dank für die Leute, die auch gestern im Stadion waren mit den Fotos, die meinen Namen in der Arena gerufen haben oder gestern auch im Stadion. Alle waren korrekt. Ich habe gestern Albo getroffen. Das ist einer unserer allerersten Zuschauer. Ich glaube, der war damals schon da. Da hatte ich 10, 20 Zuschauer am Anfang. Da war der schon da. Der ist 37 Monate alt. Den habe ich gestern im Stadion gesehen. Sehr, sehr sympathisch. Wir haben die Legende Ranger getroffen, wir haben die Legende Robin Emery getroffen. Das war cool. Es war generell geil, die ganzen Jungs zu sehen. Generell das ganze Event am Samstag, Eli Geller Cup, war ja krass. Wer es noch nicht gesehen hat, ihr könnt sehr gerne den Vlog auch auschecken von davor, von gestern. Oder vorgestern, ja, den man jetzt hier guckt. Das war generell das Event, dass wir das gewonnen haben. Das war Wahnsinn. Also das war wirklich geisteskrank. Was mich ein bisschen abgefuckt hat, war so... Das Hotel war ein bisschen weiter weg oder außerhalb, sage ich mal. Ich glaube, ich habe bestimmt 300 Euro gelatzt nur für fucking Uber. Und das war so, also ich war am Donnerstag beim Chiropraktiker, wie mein Rücken und so, weil da bei mir alles ein bisschen am Arsch ist. Und ich habe am Freitag die Rückenschmerzen bekommen. So schlimm hatte ich schon mal, aber das ist schon sehr lange her. Und ich habe halt im unteren Rücken, ich kann gefühlt kaum sitzen, kaum stehen, so geht jetzt ein bisschen. Das war wirklich das ganze Turnier über des Todes. Dann hatte ich dadurch noch Nackenschmerzen, Kopfschmerzen. Also das Turnier war für mich geil, aber irgendwo auch nicht. Gerade im Finale, ich hatte so kranke Kopfschmerzen. Dann wollte ich mit den Jungs eigentlich was essen gehen, dann sind die aber schon vorgefahren, da war ich dann schon abgefuckt. Dann Aftershow-Party hatte ich keinen Bock, dann bin ich schon ins Hotel gefahren, habe was zu essen bestellt, das war richtig rotzig. Ja, das war so ein bisschen, das war so ein Nachtritt, aber am Ende, wir haben das Ding geholt, das war geil. Was halt auch noch genervt hat, war so ein bisschen dieses Uber-Ding immer. Wir wollten, deswegen war auch jetzt im Bayern-Barca-Vlog jetzt nicht so krass viel mittags, weil wir waren auf diesem Campus, da wollten wir was essen gehen. Problem war, ich hatte mein Bayern-Trikot nicht dabei und meine Brille nicht, weil das spontan war mit diesem Bayern-Campus.
dann waren die ganzen Jungs, Eli und so, haben alle gegessen. Ich habe mir einen Uber geholt, weil halt keiner Bock hatte, jetzt nochmal mich zum Hotel zu fahren. Uber geholt, 25 Minuten zum Dings gefahren, zum Hotel, weil die Stadt alles voll war. 25 Minuten wieder zurück, 10 Minuten drin, das heißt, ich habe eine Stunde gebraucht. Dann sind die Jungs vorgefahren im Auto. Pell und ich mit seinem Kollegen sind dann mit der Bahn gefahren. Dann waren wir am Stadion. Dann habe ich halt die Sachen alleine geguckt. Das Spiel, also ich muss sagen, ich war ja gestern das allererste Mal Allianz Arena, Digga. Also, Wahnsinn. Also ich muss sagen, die Stimmung war absolut Wahnsinn. Die Stimmung war geil, die Südkurve ging ab, die Nordkurve war am Start. Das Stadion generell war am Start, die haben gut mitgemacht. Das Spiel grandios, also ein richtig, richtig, richtig geiles Fußballspiel. Ich habe mich alle abs geguckt. Ich fand Barca sehr, sehr stark. Deswegen, ich hatte auch wirklich Angst, dass wir da Dinger kassieren gegen die. Aber die Abwehr gestern von uns, Digga, also was Davis da am Anfang gemacht hat, was Upamecano und Hernandez da hinten machen, ist ja geisteskrank. Es hört sich jetzt doof an. Es war irgendwie gut, dass Pavard raus musste. Natürlich, warum er raus musste, ist kacke. Aber Masraoui war ja, Digga, Hilfe, der war mies krass. Alle waren geil. Am Anfang ein bisschen geschwächelt. Barca war sehr, sehr stark. Die hätten eigentlich safe 2 Tore machen müssen. Ja, Pfosten ein bisschen Glück gehabt. Neuer gut pariert. Dafür haben wir halt Habibi Neuer, ne? Also das, ich muss sagen, das Spiel war sehr, sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Das Stadion war geil. Also ich fand den Tag gestern Abend dann halt noch cool so. Aber war halt trotzdem sehr gebrochen wegen Rückenschmerzen. Da habe ich mich überall so hingeschleppt. Dann gestern Abend auch wieder mit dem Uber nach Hause fahren und so. Ach, Digga, das hat mich halt so ein bisschen gebrochen, dieses so viel Geld ausgeben für Uber. Ja, das war so ein bisschen, wo ich sage, weiß ich jetzt nicht, ob das so sein musste. Naja, auf jeden Fall, lasst Liebe hier da. Ein Follow oder ein Abo, ein Like, ein Kommentar. Sag gerne, was ich besser machen soll in den nächsten Vlogs, wenn ich noch welche mache. Ich habe auf jeden Fall Bock, welche zu machen. Ich muss mich ein bisschen rantesten, weil es mir oft immer unangenehm ist, die Kamera einfach rauszuholen und irgendwo drauf zu halten. Aber sonst, ja, hoffe ich, hattet ihr Spaß mit dem Video und dann sehen wir uns beim nächsten.